Mallorca, die größte der 5 Baleareninseln. Über 2 Millionen Bundesbürger verbringen hier jedes Jahr ihre Ferien. Viele bleiben. Einer von 24.000 deutschen Auswanderern ist dieser 42-jährige Hamburger. Ich bin Florian. Ich lebe seit 9 Monaten auf Mallorca. Und mein Ziel ist es, hier erfolgreich als Handwerker durchzustarten. Was ihm an Spanischkenntnissen fehlt, möchte Florian mit deutscher Gründlichkeit und Zuverlässigkeit wettmachen. Ich mag die Kultur, die Menschen, die Spanier. Ich finde, hier sind irgendwie alle sehr familiär und nett. Das ist die Insel, wo du immer noch irgendwie ein bisschen Deutsch hast, aber trotz alledem in Spanien leben kannst. Für seinen Traum schuftet er inselweit. Zwischen Ballermann und Cap de Formentor ist der Alleskönner 7 Tage pro Woche im Einsatz und sich für nichts zu schade. Ich muss mich hier auf Mallorca definitiv ein bisschen breiter aufstellen, als man das in Deutschland machen würde. In Deutschland hast du ein Fachgebiet, bist gelernter Maler, machst Malerarbeiten. Oder du bist Tischler und machst Tischlerarbeiten. Hier gestaltet sich das zum Glück ein bisschen anders auf Mallorca. Hier darfst du als gelernter Maler und Tischler, darfst du auch komischerweise eine Dusche einbauen. Also biete ich natürlich auch ganz viel an. Das Einzige, wovon ich Abstand nehme, sind Hauptstrom- und Hauptwassersachen. Fernab von Ballermann und Bierkönig, in Calvia, der teuersten Gemeinde der Insel, hat Florian eine Bleibe gefunden. Seine 3-Zimmer-Wohnung im Ort Santa Ponsa kostet 1.100 Euro. Ich bin hier in einer guten Gegend gelandet, in Calvia. Und ich wohne jetzt hier seit 4 oder 5 Monaten. Vorher habe ich vorne in diesem weißen Block da gewohnt, in diesem hübschen Hochhaus, was da gegenüber steht. Da konnte ich dann immer schön auf die Einzelhäuser mit Garten gucken. Und jetzt habe ich das Glück, jetzt gucke ich auf diesen hübschen Wohnblock und sage mir, oh super, kein Einzimmer-Apartment mehr, das ist schon wirklich klasse. Die Wohnung hat Florian zu einem Freundschaftspreis von der über ihm lebenden Vermieterin bekommen. Auf den 100 Quadratmetern wäre auch mehr als genug Platz für Freundin Franziska. Sie ist als Sachbearbeiterin bei einer Ölfirma beschäftigt, rund 1600 Kilometer nördlich von Mallorca in Hamburg. Hallo Schatzi. Na, wie geht's dir? Gut. Ja, bei dir? Ich schmier mir beide Brötchen für die Arbeit. Ich muss ja hier los. Wunderbar. Hast du deine Flugtickets schon gemacht? Das habe ich schon ausgedruckt, ja. Das ist gut. Ich vermisse dich auf jeden Fall und freue mich, dass du endlich in 2 Tagen wiederkommst. Und eigentlich habe ich überlegt, musst du ganz hier bleiben. Vollkommen egal, wir rufen einfach bei dir auf der Arbeit an und du kommst nicht mehr zurück und fertig. Die Situation ist so, dass Franzi noch in Deutschland lebt. Versucht, so oft es geht, zu mir zu kommen. Und ich sie ein bisschen in die richtige Richtung schieben muss, dass sie sich endlich traut zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job. Sie ist ein sehr großer Sicherheitsmensch, was Finanzen angeht und so. Und einfach sagt, okay, ich komme jetzt rüber und wir gucken, wie es hier läuft. Ich sage, selbst wenn du ein halbes Jahr keine Arbeit hast, können wir trotzdem leben. Wir haben ja die finanzielle Belastung da nicht mehr, dass unsere Wohnung da ist, dass wir das 2. Auto in Deutschland bezahlen müssen und, und. Ich hab dich lieb, mein Engel. Ich auch. Mach dir einen schönen Tag, lass dich nicht ärgern. Na gut, mein Schatz. Ciao. Ich brauche sie einmal als Lebenspartnerin, weil sie für mich wichtig ist und ich nicht ohne sie leben möchte. Und ich brauche sie aber auch als Stütze für die Arbeit, weil es einfach so ist, dass wenn sie da ist, es mir einfach besser geht. Ne? Sie kümmert sich um mich, ich kriege Essen, ich verhungere nicht, mir geht's gut. Ich habe einen glücklichen Menschen um mich rum, die immer am Lachen ist, immer gut drauf ist. Insofern ist sie für mich also auf allen Ebenen wichtig. Doch bevor Franziska ihre Zelte abbricht, müssen Florians Auftragsbuch voll und seine Einnahmen gesichert sein. Dafür ackert er rund um die Uhr. Die Arbeit ist immer präsent. Ich habe hier mein ganzes Werkzeug bzw. einen Teil davon, Materialien, Silikon, Acryl, Farbe, Spachtelmasse, Abdeckmaterial. Ich habe halt den ganzen Kram hinterm Schrank mir in so ein kleines Lager gebaut. Über kurz oder lang muss ich mir einen Werkstattraum mieten oder schauen, dass ich irgendwas bekomme. Weil ich meine, guck mal, Säge auf dem Dach. Irgendwann weiß man nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Das Auto ist brechend voll und mittlerweile brauche ich eigentlich den ganzen Raum. Aber mein Vater kommt häufig und dann kriegt Papa dieses Zimmer. Normalerweise hätte ich jetzt hier ein tolles, großes Lager, aber Familie ist wichtig. Nicht nur aus platztechnischen Gründen ist das heimische Materiallager eher ungünstig gelegen. Jeden Eimer, immer Treppen schleppen, das ist der Horror. Jammern will sich der Existenzgründer nicht erlauben. Damit Mallorca sein dauerhafter Lebens- und Arbeitsmittelpunkt wird, braucht er Stammkundschaft und Aufträge ohne Ende. Dann stünde auch der Wiedervereinigung mit seiner Liebsten nichts mehr im Weg.
Wir fahren jetzt als erstes zu einer Baustelle von mir, von einem deutschen Facharztzentrum, wo ich den Innenausbau mache. Und ich habe erstmal eine Deadline, das heißt, ich habe noch anderthalb Wochen. Das zweite ist, dass ich für dieses deutsche Facharztzentrum erst seit kurzem arbeite und die schon sehr wichtig sind, sehr groß sind und viel Einfluss haben und ich natürlich für die gerne ein gutes Bild abgeben möchte. Das heißt, das ist quasi meine Bewerbung sozusagen, diese Baustelle. Wenn ich die gut mache und die sehen, alles klar, der Junge macht vernünftige Arbeit, dann kriege ich dadurch natürlich immer wieder Aufträge von denen. Damit hätte der Handwerker auf der Insel schon mal einen Fuß in der Tür. Das Facharztzentrum in Palma Nova ist nur knapp 7 Kilometer von Florians Wohnung entfernt. Jede freie Minute opfert er für diesen Großauftrag. Hier habe ich angefangen zu streichen. Die Wände sind schon mal mein Ergebnis. Ich habe bisher jetzt den Flur und die beiden Räume fertig. Doch allmählich rennt ihm die Zeit davon. Was auf den ersten Blick fast fertig aussieht, verlangt noch Florians ganzes handwerkliches Repertoire. Das Malen wäre gar nicht so ganz das Problem, das würde ich hinbekommen, aber ich soll noch bei allen Türen die Gläser einsetzen, alles versiegeln und das ist zeitaufwendig, ne? Ich muss Fußleisten machen, das kam alles jetzt noch dazu, was eigentlich für die Deadline vorher nicht so wirklich abgeklärt war. Ich nehme es an, man sagt immer ja und muss dann selber sich immer um 180 Grad drehen, dass man auch wirklich alles schafft. Selbst und ständig lautet die Devise, es warten schließlich noch andere mögliche Stammkunden von morgen auf den Inselhandwerker. Pausen gönnt er sich nur, wenn er die Baustelle wechselt. Ich arbeite natürlich, damit ich Geld verdiene, ne? Also es ist ein profitorientiertes Unternehmen und ich muss Geld verdienen, damit ich hier auch dieses Leben führen kann und auch dauerhaft hier bleiben kann. Vom Erfolg dieses Auftrags hängt Florians Zukunft auf Mallorca ab und die seiner Freundin. Dasselbe Meer, identische Inselgruppe, aber 130 Kilometer entfernt auf Mallorca, werkelt Handwerker Florian an seiner Visitenkarte. Das im Aufbau befindliche Facharztzentrum könnte ihm in Zukunft viele Aufträge einbringen. So, jetzt muss ich noch einen kompletten Raum streichen, auch in zweifarbig. In diesem Raum muss ich aber auch noch den Bodentank schließen, da gibt es aber keinen Bodentank für. Das heißt, ich muss selber was bauen, da kommt mir halt die Tischlerarbeit zugute. Da baue ich einen kleinen Rahmen aus Metall und setze Laminat wieder ein in gleicher Farbe und Stärke, damit man später nicht sieht, dass da mal ein Loch war. Hier ist für heute Feierabend. Für Florian allerdings noch lange nicht. Ich muss noch auf eine andere Baustelle. Ich versuche dann aber immer zwischendurch halt rüber zu springen, einen Raum fertig zu machen, zur Not nur zwei Wände fertig zu machen zwischendurch, immer wenn ich freie Zeit habe, dass ich halt beide Aufträge fertig bekomme und alle glücklich sind. Denn nur glückliche Kunden sind treue Kunden. So. Adios, amigo. Zeit ist Geld. Aufgrund der hiesigen Begebenheiten hat der Hanseat allerdings öfter das Lenkrad als Werkzeug in der Hand. In Hamburg, in der Großstadt, habe ich das große Glück gehabt. Alles ist irgendwie 1 Kilometer, 5 Kilometer entfernt. Auf Mallorca ist das alles ein bisschen anders. Hier sind die Wege alle weit. Wenn ich Material kaufen muss, muss ich 20 Kilometer fahren. Wenn ich irgendwas besichtige, muss ich 20 Kilometer fahren. Wenn ich von einem zum anderen Kunden fahre, habe ich wieder 20 Kilometer. Das heißt, ich habe irgendwie in einem halben Jahr über 10.000 Kilometer gefahren, nur auf dieser Insel. Und ich habe nicht den Luxus, dass ich sagen kann, bei mir läuft das so gut, mein Telefon ist jetzt schon so heiß geklingelt, dass ich nur die Kunden in der Umgebung nehmen muss. Sondern ich nehme natürlich auch Kunden an, die 50 Kilometer entfernt sind, weil ich einfach sage, okay, entweder ich möchte diesen Kunden haben oder durch den Kunden kommen andere Kunden. Also muss ich sie erstmal natürlich auch mitnehmen und sagen, okay, habe ich halt den weiten Weg. Alle heutigen Termine sind im Westen Mallorcas. Cala Vinyes ist das hier, wo wir jetzt sind. Eigentlich eine sehr schöne Gegend. Das ist eine kleine, hübsche Bucht. Auch relativ teuer hier die Ecke. Und ja, hier hat er eine Eigentumswohnung, der Kunde, wo ich jetzt hingehe. Und hier sind viele kleine Wohnungen, große Wohnungen drin und dadurch natürlich auch viel Potenzial für Kunden. Ne? Sein heutiger Auftraggeber ist durch Florians Autowerbung auf ihn aufmerksam geworden. Hola, Senor Becker. Hey, 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 hey. Hallo, Schatzilein. Kunde Thomas lebt erst seit 2 Monaten auf Mallorca. Die Jalousie muss unbedingt mal angebracht werden. Theoretisch eine Kleinigkeit, doch praktisch ein wenig komplizierter.
Die Wände in Spanien sind eine Katastrophe. Erstmal sind die Zimmerwände sind hier 9 oder 10 cm nur stark. Das heißt, wenn du hier was reinsetzt, hier ist auch normalerweise nicht viel stärker. Und wenn du hier was reinsetzt, dann drehen entweder die Dübel mit. Oder das ganze Haus dreht sich mit. Oder das ganze Haus kippt ein. Solche Aufträge rechnet Florian pauschal ab. Sonst beträgt sein Stundenlohn 45 Euro. Also bei mir ist es immer so, 2 linke und 2 rechte Hände. Das geht irgendwie nicht überein. Deswegen bin ich mal froh, wenn einer eine linke und eine rechte Hand hat. Thomas, wir probieren jetzt mal doof aus, ob die alten Löcher passen. Wenn die passen, brauchen wir keine neuen Löcher bohren. Das Glück ist ihm hold. Arbeitszeit gespart und etwas Gewinn gemacht. Damit kann es vom Rollo zurück an die Malerrolle gehen. So, wenn du die jetzt einen Tag aushängen lässt, dann sind die kleinen Bügelflecken wieder weg. Ja. Und dann bist du nicht sauer, wenn ich gleich wieder abhaue, weil ich ohne Ende zu tun habe. Nee, ich weiß ja, du hast ja immer viel zu tun. Ne? Vielen Dank. Firma Dank, Rechnung schicke ich dir. Muchas gracias, genau. Also das war kein Spaß, ich schicke dir wirklich eine. Ja, natürlich. Wirtschaftlich sind solche Mini-Einsätze nicht. Danke, bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Doch auch Mundpropaganda ist viel wert. Das war kein Auftrag, der sich gelohnt hat, aber daraus resultieren eventuell Aufträge, die sich lohnen, da er einen sehr guten Draht hier zur Eigentümergemeinschaft hat. Und wenn hier irgendwo Sanierung ansteht, mein Name immer mit im Gespräch ist. Dort zu schuften, wo andere Urlaub machen, hat auch Schattenseiten. Als mallorquinische Arbeitsklima hat sich das Nordlicht auch nach 9 Monaten noch nicht so ganz gewöhnt. Was auch stressig ist, ist das Wetter diese Woche. Wir haben bis zu 40 Grad. Und das ist natürlich auch heavy, bei dem Wetter immer arbeiten zu müssen. Ne? Das ist natürlich auch neu für mich. Ich kriege das hin, aber ich merke halt abends auch, es ist anstrengend. Ne? Du fällst um und kannst schlafen gehen. Und damit flott zur nächsten Kundschaft. Auch hier wartet ein schneller Job. So zumindest der Plan. Moin, Dolores. Ich mach kurz noch mal eben die Fensterleibung unten fertig. Dann bin ich komplett durch. Bis später. Ciao. Das selbstständige Arbeiten ist das, was die Kunden an Florian schätzen. Doch manchmal arbeitet der Zufall gegen ihn. Das lieben wir. Eigentlich wollte ich jetzt gerne noch mal das Fensterbrett, die Fensterleibung nachstreichen, weil die halt noch nicht wirklich deckend war beim ersten Mal. Und jetzt habe ich aber das Problem, dass mein guter Freund der Fensterputzer da ist und alles nass ist. Jetzt muss ich einmal trocken machen, dass zumindest das wieder streichbar ist. Das ist das Schöne in Spanien. 2 Minuten und hier ist alles wieder trocken. Muss man sich also gar nicht aufregen. Florians Ziel ist es, den nächsten Winter über die Runden zu kommen, ohne ans Ersparte gehen zu müssen. Wenn ihm das gelingt, möchte er auf Mallorca bleiben und könnte auch Freundin Franziska vom Auswandern überzeugen. Dafür braucht es einen zufriedenen Kundenstamm. Mit diesem Auftrag dürfte dieser wieder einmal um einen Klienten gewachsen sein. Vielen, vielen Dank. Und genau, ihr meldet euch, wenn irgendwas ist, einfach durch. Wir haben immer wieder was zu machen und dann kommen wir gerne wieder auf die zurück. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Es ist sehr schwierig, jemanden zu finden, der verlässlich ist, der pünktlich kommt, der überhaupt kommt. Also wir wissen gar nicht, mit was für Handwerkern wir manchmal zu tun haben. Das ist leider ein Riesenthema. Und da jemanden zu finden, der wirklich verlässlich ist, auch ans Telefon geht, wenn man mal ihn anruft, ist es erfrischend. Innerhalb eines Dreivierteljahres hat sich der Handwerker einen Namen auf Mallorca gemacht. Doch noch kann es sich Florian nicht erlauben, Kunden ins Leere klingeln zu lassen. Ich habe schon manchmal 3 oder 4, wo man gleichzeitig auf den Baustellen rumtanzen muss. Ne? Also wenn ich keine neuen Kunden habe und keine Bestandskunden glücklich macht, dass ich weitere Aufträge bekomme, dann kann ich hier nicht leben. Also ich muss schon gucken, dass ich hier immer zu tun habe, damit ich meine Miete zahlen kann, meine Unkosten zahlen kann. Das ist für mich Usus. Habe ich keine guten Aufträge, muss ich irgendwann aus Mallorca wieder weg. Und das möchte ich natürlich nicht. Im Gegenteil. Florian möchte seine Franziska nachholen. Doch dafür muss sein Ein-Mann-Unternehmen brummen. Fast 24.000 Deutsche leben dauerhaft auf Mallorca. Das entspricht etwa der Einwohnerzahl von Starnberg oder Husum. Einer, der erst kürzlich den Schritt hierher gewagt hat, ist der 42 Jahre alte Florian. Seit 9 Monaten arbeitet er daran, sich und seiner noch in Hamburg lebenden Freundin auf der Insel eine Existenz aufzubauen. Dafür malocht der Allround-Handwerker fast rund um die Uhr. Doch heute hat er sich ein bisschen Zeit freigeschaufelt, denn er bekommt Besuch. Hola, Papa.
Du siehst mich, ich bin der mit der leuchtenden Brille. Bis gleich. Papa Michael ist aus Hamburg eingeflogen. Amigo! Das freut den Sohn, der sich hier sonst als Einzelkämpfer durchschlägt. Mein Vater kommt häufig hier zu mir nach Mallorca zum Besuch und immer mal für ein Wochenende. Hilft mir privat immer ein bisschen und bringt mir immer schöne Sachen mit. Das ist auch noch eine klasse Unterstützung auf jeden Fall. Senior hat einen ganzen Gemischtwarenladen im Gepäck. Florian, kommst du gleich mal hier deine Sachen abholen? Du hattest ja ein bisschen was bestellt gehabt. Was hast du bekommen denn überhaupt? Ein bisschen. Oh, das, mein, ja, das ist schön, meine sehr Seite. Sehr schön, sehr schön. Oh, das ist gut, das ist gut. Wie viel hast du mitgebracht? Sind nur 20 Tüten. Ja. Reinigungsmittel aus Deutschland, das ist sehr gut. Sehr gut. Und Staubsaugerbeutel. Du hast nicht ernsthaft eine Abwaschbürste mitgebracht? Doch, habe ich mitgebracht, weil ich immer mit dem blöden Schwamm rummachen muss. Und ich keine Lust habe, einen matschigen Schwamm an den Finger zu haben. Darum habe ich eine Abwaschbürste mitgebracht. Die gibt es Gerüchten zufolge auch auf Mallorca. Aber wichtiger sind eh andere Hilfsmittel. Klebeband kannst du als Maler sowieso nicht genug haben. Das ist auch eine super Geschichte. Was ist das denn? Nein, Alter, wie geil ist das denn? Eine Handkreissäge als Pizzaschneider. Wie geil ist das denn bitte? Das musste ich. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, die muss ich mitnehmen. Wie steht der Herr Papa zu Florians Auswanderungsabenteuer? Ich finde das eigentlich gut. Weil es gibt immer nur Sachen, die man bereut, die man nicht gemacht hat. Weil irgendwann, wenn er in meinem Alter ist, dann sagst du, ach, ich wandere nicht mehr aus, das ist alles zu viel. Jetzt hat er die Möglichkeit, hier noch sich was aufzubauen und vielleicht ein schönes Leben mit Sonne und Meer zu genießen. Ich kenne so viele, die kommen dann, ja, das wollte ich alles machen, wenn ich denn mal in Rente gehe. Ja, dann ist aber meistens der eine Partner schon tot oder krank und dann wird da aus allem nichts drauf. Und wenn man es nicht in dem Alter macht, wie er jetzt ist, mit seiner Partnerin, was Besseres kann einem nicht passieren. Wenn er auf den Bauch fällt, geht er wieder nach Hamburg zurück. Davon kann im Moment keine Rede sein. Florian feilt fleißig an seinem Kundenstamm. Bisher läuft es gut. Sogar so gut, dass er gleich wieder los muss. So, Käffchen. Ja, Moment. Hi, komm hin. Wenn du Bock hast, kannst du mitkommen. Ich muss zu einer Kundin nach Santani. Da muss ich eine Decke spachteln und alles vorbereiten quasi für nächste Woche, wenn ich komplett anfange da. Und da könnte ich auf jeden Fall eine zweite Hand kurz gebrauchen. Ja, kein Problem. Ich bin ja sowieso hier, aber nur rumsitzen ist ja auch langweilig. Schmeiß mich kurz in meinen Minirock und dann können wir losstarten. Mhm. Er arbeitet immer zu viel. Na, er wog auch mal 10 Kilo mehr, als er noch ein bisschen mehr Sport gemacht hat. Aber man schafft nur was, wenn man was macht. Und wer zu Hause sitzt, verdient kein Geld. Ehrensache, dass der gelernte Gebäudereiniger dem Sohnemann zur Hand geht. Beim Anfahrts-Sightseeing kann er nebenbei Florians Wahlheimat näher kennenlernen. Hier gibt es ganz viele super hübsche Ecken. Ich würde vom Ding her, glaube ich, würde ich sogar fast lieber hier oben Cala Milor, Cala Ratjada, so diese Ecke leben. Und es ist halt echt viel günstiger, hier oben zu leben. Ja, aber vom Kundenstand ist ja auch. Ich wohne nur wegen den Kunden da unten, nicht weil ich das, sonst würde ich hier leben, definitiv. Vielleicht werde ich auch irgendwann hier oben leben. Du könntest dir ja auch dort die Kunden zulegen. Natürlich, aber dann muss ich wieder von vorne anfangen. Denn im Moment bekommt er die meisten Aufträge aus dem Südwesten Mallorcas. Zu Anfang steckt man privates Geld rein, gespartes Geld rein. Und da bin ich zumindest jetzt schon an dem Punkt, dass ich nicht mehr in die Schublade greifen muss, sondern sagen kann, okay, ich kann mich schon von meinen Aufträgen ernähren. Und solange das läuft, das war meine Voraussetzung, dass ich gesagt habe, dann mache ich weiter. Und jetzt habe ich Deadline Ende des Jahres, um zu gucken, wie läuft dieses Jahr, Sommer und Winter. Wenn beides gut läuft und ich weiß, ich habe gleichbleibend so viel, dass ich leben kann, bleibe ich hier und dann definitiv für immer. Wo er kann, versucht der Handwerker, seine Materialkosten gering zu halten. Ohne Qualitätsverlust, selbstverständlich. Danke sehr. Ladies first. Hola, I need some color, please. This kind of color I need. 10 liter capacillan for inside, please. Okay. And I take some tape and everything. Wie ist es nach 9 Monaten auf Mallorca um Florians Spanischkenntnisse bestellt? Espanol, ich lerne. Ich kann meinen Kaffee auf Spanisch bestellen, ich kann bezahlen, ich kann meine Rechnung anfordern. Das funktioniert schon. Allerdings
dadurch, dass ich so viel arbeite und so wenig Freizeit habe und auch Zeit habe, wo ich wirklich die Muße habe, mich hinzusetzen und zu lernen, komme ich nicht wirklich dazu und zu viel deutschen Kontakt habe ich leider Gottes. Tell me price, please, of one. Two, ten. 2, 10, this is good, very good. Okay, I try this. I take 5 of this. 5? Yes, please. Preisunterschied, Mallorca, Deutschland. Ich habe hier sehr gute Konditionen. Die Jungs sind super, das heißt, dadurch komme ich jetzt schon an ähnliche Preise wie in Deutschland. Allerdings zahle ich hier für einen Farbeimer ungefähr 110 bis 130 Euro angemischt. Werden wir gleich sehen, was sie dann sagen, was er kostet. In Deutschland liege ich ungefähr bei 70, 80 Euro, weil ich einfach da bessere Konditionen hatte. Hier bin ich erst 9 Monate. Ich muss mir das natürlich aufbauen, aber wird kommen. Was sagt die Rechnung? Stimmt der Preisnachlass zufrieden? Normalerweise kostet die Farbe 122 Euro und er gibt mir darauf 45% Discount. Das heißt immer, je nachdem, was sie wo machen können. Bei den anderen Sachen kriege ich 25% Discount. Das heißt, ich habe auf jeden Fall heute Glück, dass ich die Farbe eine ganze Ecke günstiger bekomme. Clevere Materialbeschaffung steigert den Gewinn. Erst wenn sein Geschäft genug abwirft, kommt seine Freundin nach. Dafür malocht Florian so viel er kann. Ich hoffe mal, dass ich auch gerade durch die Hilfe meines Vaters ein bisschen schneller fertig bin. 4 Hände packen einfach schneller die Farbe, bringen schneller hin. Er kann mich kurz unterstützen und ich habe dann eventuell noch Zeit, auch noch ein bisschen was anderes zu machen. Das hilft mir auf jeden Fall, wenn er mitkommt und mir hilft, dass ich ein bisschen Zeit einspare. Getreu dem Motto, viele Hände, schnelles Ende. In Santani hat das Duo nun einen Termin bei Kundin Stefanie aus Düsseldorf. Sie hat Risse an der Zimmerdecke entdeckt und Florian um Hilfe gerufen. Moin. Schauen einmal, wir sind ganz zeitig, dass wir relativ fix machen müssen. Ja, gehen wir rein. So wie durch. Also, ich mache das so, dass ich jetzt einmal kurz deinen Riss, spachtel den neu, leg eine Rissbinde ein, dass das durchtrocknen kann übers Wochenende, damit ich Montag die Decke streichen kann, ohne dass ich noch großartig machen muss. Dann muss ich nur noch schleifen Montag. Ja. Und dann das wir alles für heute. Wir hatten im Badezimmer noch 2 Risse, ne? Ja. Machst du das auch heute mit? Klar, die spachtel ich auch mit. Ja, perfekt. Das ist kein Thema, kriegen wir hin. Ich hole Material aus dem Auto, dass wir einmal schnell abdecken, dass wir so zügig wie möglich sind, dass du zum Flughafen kannst. Ja, perfekt. Supi, supi. Bis gleich. Bis gleich. Für den gelernten Maler eine der leichtesten Übungen. Hier sollte es keine Probleme geben. Muss man so wissen, immer alles anlösen, was in irgendeiner Form lose ist. Und das ein bisschen keilförmig ausschneiden, damit das nicht weiter reißt. Damit das Material dann auch ein bisschen Haft hat. Und auch der Papa weiß, wie er sich einbringen kann. Dafür greift er sogar zum verhassten Spüllappen. Du bist wie eine Mutter ohne Brust. Ja. Das liegt vielleicht daran, dass ich der Vater bin oder so. Magst du mir gleich einmal kurz so ein bisschen den Anreicher machen, wenn ich gleich so weit bin, dass ich... Ja, heute zu kurze Arme. Nee, damit ich nicht immer auf dem Stuhl springen muss. Obwohl die Kundin 70 Kilometer von ihm entfernt wohnt und Florian 1 Stunde Fahrzeit benötigt, möchte er auf Nummer sicher gehen und die Spachtelmasse übers Wochenende trocknen lassen. Dann weißt du auch, dass ich Montag noch mal schleifen muss, weil ich spachtel jetzt natürlich gleich ein bisschen mehr, so dass das quasi lieber ein bisschen mehr gespachtelt ist als zu wenig. Dann kann ich... Ja, klar. Ich decke auch alles ab, wenn ich spachtel und schleife und gar keine Frage. Ich habe einen Sauger gleich sogar ein mit für Feinstaub. Den Einsatzort so sauber zu hinterlassen, wie er ihn vorgefunden hat, versteht sich von selbst und gehört zu Florians Service. Ich danke dir. Danke, bis Montag. Schönen Tag euch. Ciao, ciao. Tschüss. Auch diesem Job könnten noch viele weitere folgen. Auch sie wohnt in einer schönen Gegend. Wenn der Auftrag gut läuft, gibt es auch hier andere Menschen, die sagen, Mensch, und sie empfiehlt mich weiter. Also ist im Grunde jeder Kunde wichtig. Dennoch ist Florian auf Probe Mallorquiner. Doch schon ein Großkunde könnte beruflich und beziehungstechnisch für den Durchbruch sorgen.